Oh Gott, müssen wir doch mal schauen, ob wir noch einen aktuellen haben, der jetzt schon fast abgelaufen nach 2 Jahren. Noch ein Wuchtschlag. Ah! Das ist verwirrt. Hab ich hier irgendwas dagegen? Ich hab einen Hypertrank, mehr nicht. Ich erinnere mich gerade so sehr an Twitch Plays Pokémon, wie du hier völlig random irgendwas aussehen. Ja, ja. Togepi setzt Schnabel ein, ja genau. Ja. Impagato ist verwirrt und es setzt Schlitzer ein und ja! Es ja. Gewinnt! Es geht ja doch noch. Ansonsten hätte ich noch Beleber gehabt. Down. So, Rettern ist auch down. Okay, dann würde ich Impagator dann ins Pokémon Center schicken. Und Sandama mit einem Body Slam. Ja, Togepi kann bestimmt schon, aber wenn es Metronom einsetzt. Ja. So, wir haben auf jeden Fall einen Faustorden schon mal. So, jetzt will ich hier aber weiter runter erstmal. Oh wei, oh wei. Ich brauche immer noch ein Pokémon mit Surfer in der einen Edition, ne? Mhm. Aber welches Pokémon kann denn Surfer lernen? Er spielt noch nicht mit Kinect, weil er darauf noch keine Lust hat. Das wird er bestimmt noch machen demnächst. Ja, also es jetzt momentan sieht's eher... Kantauros Surfer? Ich sag mal so, wir hatten schon genug damit zu tun, überhaupt die Spielstände wieder rauszusuchen, alles wieder so hinzuschieben. Ja. Das war richtig. Uns Aufwand genug. Richtig, aber Kinect ist zumindest in Planung, keine Sorge. So, erstmal gehen wir hier raus. Noch ein Ruckzuck-Hieb bitte. Ich will den Tauros haben. Egal, ob es das kann, was ich will oder nicht. So. Nein, jetzt will ich es fangen. Ball, Bälle. Nehmen wir einen Hyperball. Das sicher ist es sicher. Mir wert. Hä? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, ja. Oh, da ist Giovanni. Gleich der nächste Bosskampf. Ich will erst mal wissen, ob mein Tauros... Mein Tauros! Mein Herr! Jetzt wollen sie, dass du jedes Spiel mit Kinect spielst. Oh Gott. Ja, aber an sich so 4 Pokémon-Editionen mit Kinect, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber keine gute. Ich könnte auch mal meine Kamera ein bisschen umstellen, damit ich nicht mehr so dunkel bin. Geht ganz flott. Naja, das heißt, er kommt selbst auf die dummen Ideen. Das mit Kinect zu spielen ist ja die nächste logische Konsequenz. Richtig. Von daher, so, jetzt bin ich mal etwas heller. Mal gucken, wie lange. Und bis wann mein Mikro durchhält. Sie kämpft mit ihren Hörnern. Der Herdenführer ist stolz auf seine Hörner, die viele Kampfspuren haben. Oh. Wildbulle. Ja, du kämpfst bei, das ist es, Rot auch gerade gegen den Bullen. Ja. Was? Nein. Oh, Onyx brennt. Ja, ich hab gerade Giovanni einfach so bezeichnet. Ach so. Möchte ich auch... Tauros einen Spitznamen? Oh. Oh nein, lieber nicht. So, Radikal Rasierblatt. Hab ich das jetzt schon im Team? Nein, natürlich nicht. Ja. Okay, ich werde mal sehen, ob ich, ob Tauros tatsächlich Surfer lernen kann. Ich glaube ja eher nicht, aber eher Stärke noch, sowas. Im Grunde habe ich es noch schwerer als du. Ich schaue nämlich auf 8 Bildschirme gleichzeitig. Ich habe ja noch die 4 vom Stream. Um zu gucken, wie du da gerade bist. Ach so. Oh weia. Das kann auch ganz schön verwirrend sein. Ja. Birdie Slam, Zerschneider. Hier geht's durch. Infinite Verhöhner. Und du wirst wieder von Julian angerufen. Wem auch sonst. Hast du eine Minute Zeit? Ja, eine schon, aber nicht mehr. Ja, ich glaube nicht, dass du jetzt extra dahin läufst, um mit dem zu kämpfen. Ich mach jetzt mal... Moment, ich... ich renne jetzt erstmal weiter, um mir meinen Tauros zu holen, ne? Oh, guck mal, wer anruft! Ja, wir hören dich nicht mehr. Oh, doch, ich bin hörbar. Ja? Ja, ich habe einen Ausschlag. Also ich höre mich. Bitte alle nochmal im Chat bestätigen, ob man Exo hören kann. Ich bin hörbar. Ich bin der Meinung, ich bin hörbar. Bitte nochmal sagen, ich bin hörbar. So, erstmal hole ich mir meinen Taubos.
Ja. Ja, ich bin hörbar, oder? Ja, also alle sagen ja. Na dann. Bis auf einen, der nicht ja gesagt hat. So. Ah, jetzt. Das ist natürlich richtig trollmäßig, ne? Jetzt könnte jemand einfach schreien, man hört dich nicht mehr. Ja. Gemein. So. Obwohl, Tauros, nee. Bewegen. War bestimmt ein Missverständnis. Oder so. So, gegen wen tauschen wir es denn ein? Gegen Nido? Oder den? Gegen wen tausche ich es ein? Togepi braucht keiner. Togepi. Togepi! Offensichtlich trainierst du. Deine Beine, nein. Deine Pokémon. Oh. Du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von Dannen ziehen. Doch, wir werden uns wiedersehen. So, jetzt werde ich nochmal versuchen. Oh, er hat sich in Item verwandelt. Wie geht das denn? Was? Hexe. Hexe. So, ich will jetzt eigentlich doch nochmal jemandem Surfer beibringen können. Ja, währenddessen machst du da gerade wieder Modenschau bei Hardcore. Ja. Ich wünsche dir zumindest auch schon mal Glück, Sapi. Natürlich! Kann Tauros Surfer lernen! Ich wusste es! Oh, das wird mein VM-Sklave. Oh, der Lehrkanal! Cool! Für den Kesselberg brauchst du Wario. Oh Mann, dieser... Ja. Was? Für den Kesselberg brauche ich Wario? Oh Mann. Es war aber wirklich, du musst zugeben, das war so ein schöner Moment, als du da 5 Minuten probiert hast, irgendwie in den Turm zu kommen. Oh, ich kann keine weiteren Items tragen, das ist so unfair. Gerade wo ich das Silph-Scope haben will. So, was ist TM11? Blubstrahl. Habe ich einen Blubstrahl-Pokémon? Nein. Okay, TM24, was ist das? Donnerblitz! Habe ich einen Donnerblitz-Pokémon? Nein! Habe ich überhaupt ein Pokémon, was irgendwas kann? Soll ich was wegschmeißen? Das ist Hornbohrer, oder? Ja. Hornbohrer. Nein, will ich nicht. Das bestimmt jemand können. TM02. Andererseits, Hornbohrer würde ich eher noch, ich würde so machen, Hornbohrer schmeiß ich weg. Hol you mit Hornbohrer. Ah, wegschmeißen. Nein, nicht beibringen. Oh Gott. Tornupto. Okay, Müll. Ja, Tornupto. Du sprichst dich gerade die ganze Zeit an. Gib sein Bestes, um mit dir mitzuhalten. Echt schön. Wenn du auf der Stelle stehst, ist es dann nicht so schwer. So. Und wir haben das Safe-Scope. Ah, endlich. So, jetzt geht's erstmal weiter zum Türöffner. Den ich übrigens auch gerade wieder verhauen habe, weil ich bin falsch gelaufen. Alarm, Eindringlinge! Höh, ist doch bloß einer. Ja. So, auf jeden Fall habe ich jetzt das Silph-Scope. Ich kann also nach Lavandia, zumindest in einer Edition. Okay, wo muss ich denn eigentlich hin? Hier lang. So. Die See ist ruhig. Wer ist ruhig? Die See. Die See? Wer ist denn die Desiree ist ruhig? Solange du nicht wieder ruhig bist für die Zuschauer? Ja, das wäre schade. Und wahrscheinlich jetzt vielleicht nächstes Level. Ah, nee, da fehlt noch ein bisschen. Mhm. So. Der Boxer hat auch irgendwie so eine Ist-mir-egal-Pose, ne? Wie er so die Arme so weit hochhält. Wen juckt's schon? Ja, ich will nicht in Stockwerk 1, ich will in Stockwerk 2. Boah, wie das da schneller fast aussieht. Du bist ah, ich will immer noch in Stockwerk 1. Shiggy-Kanone. Die Shiggy-Kanone? Den Shiggy-Net, den Shaggy-Net. Weiß ich auch. Oh, und jetzt ein neues Level. Shiggy-Kanne wahrscheinlich. Shiggy-Kanne, Shiggy-Kanone. Ja. Shiggy-Kanne macht Sinn. So, ich muss jetzt also hier. Moment mal. Achso, nee, hier muss ich raus. Jetzt habe ich ja nämlich das Silph-Ding. Damit kann ich ja nach... Hep. Ah, jetzt sind wir ja draußen. Genau, genau. Also ich konzentriere mich gerade auf die älteste Edition. Ein bisschen. So, und dann... mit Tornupto auch mal...
da... Oh, war ja. Oh, wie soll ich das denn dann eigentlich machen? Ich muss jetzt mit zwei verschiedenen, mit einem Spiel und seinem Remake genau in die entgegengesetzten Richtungen. Ja. Da. Du hast Wichtigeres zu tun, Champion im Spiel. Ja. Sie trainiert... Pflanzen-Pokémon. Was schön, wie immer da steht, sie trainiert, dann ist immer so eine, dann dauert es immer noch, bis wir erfahren, was trainiert wird. Ja. So, jetzt wird's witzig, weil jetzt muss ich mit einem Pokémon in die eine Richtung surfen und mit dem anderen du bist gerade im Kampf. Also wenn du im Kampf bist, dann sollte das ja gehen. Ja. Hilfe. Ich sehe es schon kommen, das klappt so nicht. Ja, vor allen Dingen mit Tornupte auf dem Wasser ist jetzt auch nicht so günstig. Was willst du überhaupt hier? Ja, das frage ich mich auch. So, erstmal gehe ich meine Pokémon heilen. So. Und zwar in dieser Edition hier. Grillen war lecker, ja, kann ich bestätigen, war bei mir auch lecker. Ja. Wer hat sich für die EM 2016 vorbereitet? Oh, soll ich einen Tipp abgeben, wer gewinnt? Oh nein, bitte nicht, da gab es schon mal eine riesige Pause nachdem. Du wolltest dich wieder heraufbeschwören. Ah, verdammt, ich habe die Pokémon nicht wieder fit gemacht. Ich kann übrigens das Pokémon Center Thema auf der Gitarre spielen, soll ich mal? Ja, wenn der Chat das will. Nein, bitte nicht! Verschone uns! Und hier den Nein, wird gebannt. Soll ich wenigstens einen Tipp für die EM abgeben? Ja. Okay, also ich würde sagen, Brasilien gewinnt. Schließ mich einfach an. Ich schau kein Fußball, aber hey, Brasilien kommt. Ja, ich denke, du hast... Was? Jemand... Also die Leute, die wollen wohl, die schreiben ja, die wollen, Pokémon hören. Ja. Ja. Na dann, zück mal die Gitarre raus. Oh weia. Geht gleich los. Wenn ich das nächste Mal in einem Pokémon-Center bin. Und dann stelle ich auch die Dings-Edition leiser. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg das auch wirklich auf Anhieb hin, weil ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob ich da nicht beim ersten Mal wenigstens immer so einen Fehler mache oder sowas. So, erstmal Zerschneider auf Muschi, Muschas. Checkt hier auch schon so provokant die Zunge raus. Bläh. Mr. Bläh! Nein, das war was anderes. Panzerschutz, jetzt beschützt seine Artillerie. Oh nein. Was denn jetzt ist? Tornupto die ganze Zeit, macht das keinen Zerschneider mehr? Ja, es ist eine Paralyse. Und trifft vielleicht nicht. Ja, und Eisschwer. Wird angegriffen. Wasser-Pokémon setzt eine Eisattacke gegen Feuer-Pokémon an. Ich mach jetzt mal einen Feuer-Flammensturm. Und es ist besser als, gegrillte Muscheln gibt's heute. Na, Knuffel sieht auch total gruselig aus irgendwie. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo muss ich denn jetzt eigentlich mit welchem Charakter hin? Tornupto Level 38. Oh, das ist irgendwie das unterlevelste von allen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg mit... Nee, bin ich schon auf dem richtigen Weg mit... Nein, jetzt muss ich hier runter. Und dann bin ich auf dem richtigen Weg mit Grün. Suishomaru hat einen Pokémon Center Song gemacht, ja. Das hat er. Mhm. Aha. Ach so, so mit Text drin. Ja. Ich dachte so selber komponiert und so, aber... Ja, hat sich einen Text dazu ausgedacht. Ja. So, Moment, ich gehe jetzt erstmal. Ich gehe erstmal hier in Grün weiter. Ich muss das mal schaffen. Ja, da habe ich auch schon drauf geachtet, auf dieses tolle. Ich bin nur ein Bär. Oh yeah. Ich bin nur ein Hase. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Ich wäre ein Turbodreher. Eine Echse, eigentlich eine Echse, wegen Exido. Ja. Ich wäre ein Glutexido. Wenn ich ein Pokémon wäre. Ein Exido? Oh. Ja, jetzt bin ich Bushido, Alter. Ich glaube, irgendwann haben wir alle Wortspiele mit deinem Namen durch. Das ist ehrlich gesagt das Erste, was mir eingefallen ist zu dem Namen. Das allererste in meinem gesamten Leben. Boah. Schon mit dem ersten Lebensjahr wusstest du schon. Nein.
Ich weiß nicht, den Namen habe ich mir eigentlich ausgedacht, da war ich 12, 13, naja, 14 vielleicht. Ich habe mein Quajutsu Quexido genannt. Quaxo! Quaxo! Quaxido! Quaxido. Jemand wäre eine Ente. Das ist schön. Ist sonst nicht Star Trek Orba. Genau, ich musste ein Pokémon auch noch Orba nennen. Orba, Mann.